Jo, was geht, ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Ich bin heute zusammen mit Oggi unterwegs und wir drehen das Format weiter. Coole Wu als Taxifahrer. Und da hinten steht auch schon unser Gefährt für heute, nämlich ein Trike. Ich bin noch nie in meinem Leben Trike gefahren. Wir hatten bis jetzt auch noch keinen Trike-Content auf diesem Kanal. Und guckt euch mal bitte diesen Bad Boy an. Ich glaube, 2,8 Liter. Mit 130 PS. Ein Dreisitzer ist es. Also ich sitze praktisch jetzt hier vorne und Oggi sitzt entweder links oder rechts oder in der Mitte. Kann er sich ja noch aussuchen. In der Mitte mit den Beinen gespreizt, weißt du? Ja, in der Lieblingsposi. Willst du mir nochmal den Namen von dem Kanal sagen? Coole Wu heißt der Kanal. Ach, das ist ja krass. Können wir dann noch ein Foto machen? Weil ich war die ganze Zeit, also ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber drin war ich die Stimme irgendwie. Alter, krass. Ah, kennst du den Kanal? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, geil. Das ist ja heftig. Ja. Kann ich dich gleich mit ins Video nehmen? Ja, auf jeden Fall. Okay, nice. Bis dann, ja, ciao. Ja, was kann man sagen über das Teil? Es hat 2,8 Liter mit ungefähr 130 PS. Eine krasse Vierer-Auspuffanlage. Hier habt ihr zwei, da drüben habt ihr zwei. Ein Dreisitzer ist es. Das heißt, eine Person kann hier links sitzen, eine Person hier rechts. Und das ist ein bisschen wie auf dem Rummel. Ich glaube, das Teil, wie ging das? Hochziehen, aber so mit Wackeln. Wackeln. Nee, ist das schon fast draußen. Ja, weiter. Ja. Oh, so. Digga, der ist ja mal übelst anstrengend. Ja, was kann man noch dazu sagen? Hier ist der Startknopf. Wir haben hier rechts nicht das Gas, sondern hier rechts ist die Bremse. Links ist die Kupplung und im Endeffekt wie beim Auto, ganz normal kuppeln kommen lassen und dann hier wieder wie beim Motorrad Gas geben. Ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen ungewohnt, weil man denkt, man fährt vorne ein Motorrad, aber hinten fährt man im Endeffekt ein Auto. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Handbremse haben wir hier noch. Ja, Oggi, dann steig doch einfach mal ein. Willst du dich einfach in der Mitte setzen? Ja, ich schaff das schon. Weißt du, so kann ich sitzen. Na klar. Breitbeinig? Ja. Ist auch viel bequemer, oder? Ja. Und die Abonnenten, die kommen, die setzen sich dann so rum hin. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal 3 Minuten runter zum Parkplatz, um erstmal einfach warm zu werden. Ich bin halt noch nie mit diesem Teil gefahren. Ist ein bisschen komisch, dass man mit dem Schuh hier einfach in diese Lücke reinrutscht. Hier ist die Kupplung, die drücken wir komplett durch. Bremse drücken wir komplett durch. So, jetzt müsste es eigentlich starten. Oh. Waschmaschine. Waschmaschine. Ist gar nicht so laut, wa? Ja, doch. Oh, geht schon, geht schon. So, wir legen den ersten Gang ein. Warte mal, Handbremse. Zack, runter. Alter. Oh. Digga, das ist so ungewohnt. Ich will immer hier bremsen, aber man muss ja rechts bremsen. Soll ich mal eine Gefahrenbremsung machen? Ja, geil. Geil. Auch hier wieder, wie im letzten Video. Man fühlt sich fucking männlich drauf. Na, sollen wir euch irgendwo hinfahren? Wir haben einfach gerade einen harten Korb kassiert, Digga. Oh, Junge. Geht gut ab, das Ding, Alter. Oh. Das ist schon ordentlich, wa? Wir haben jetzt schon mal den ersten Gast ausgesucht. Das ist Emma aus Spandau, wa? Spandau? Ne, wohin fahren wir jetzt? Emma aus Spandau. Ein paar kennen Sie sogar vielleicht aus dem Video noch von früher. Ja, ist eigentlich relativ bekannt, so in der Biker-Szene auch geworden. Geradeaus? Wo lang? Rechts? Genau. Oh, ich muss blinken. So, wir müssen jetzt 38 Kilometer fahren, Bro. 38 Kilometer? Aber du musst auch schalten, ne? Digga, ist so ungewohnt. Digga, macht das einen Spaß, ey. Boah, Digga, das fährt schneller als 100. Die meinten bei der Vermietung so, ja, 80 schafft es. Das fährt ja bestimmt sogar 160 oder so. Ab auf der Autobahn hier. Ist das geil? Ist das geil? Schön die Schlappen hier ausstrecken, ey. Wo sind meine Handschuhe? Wo sind meine Handschuhe? Bruder, ich habe einen Handschuh von mir schon verloren unterwegs. Echt? Aber wo sind meine? Keine Ahnung. Oh nein, Oggi hat schon einen Handschuh verloren und ich weiß gar nicht, wo meine Handschuhe sind. Soundcheck. Ja, Tunnel! Das ist safe Honda-Motor, Alter, so wie der klingt. Ja, was? Soll ich halt hier irgendwo warten? Wollen wir hier warten? Ja. So, Handbremse ziehen, mein Freund. Handbremse ziehen. Not aus, aus. Digga, der Lüfter ist gut am Pfeifen, gut am Hasseln. Ja, dann bekommt er nicht so viel Fahrtwind auch mit. Wir sind jetzt angekommen beim ersten Stop unseres ersten Fahrgastes, Emma. Die wohnt hier wahrscheinlich irgendwo, wird gleich hergelaufen kommen. Oggi, wie hat's dir gefallen? Wie war die erste Fahrt hinten drauf? Sehr gut, aber ich habe meinen Handschuh verloren leider. Scheiße. Ich bin weggeflogen. Hast du den hier raufgepackt oder was? Ja, Mann. Vor lauter Aufregung habe ich den vergessen und er ist weggeflogen. Ey, Puppe, willst du mit? Gerne, Mensch.
illegaler Taxi-Service. Wohin musst du denn? Ich musste meine Mama Taxi füttern. Okay, wir haben zufälligerweise noch einen Platz frei. Ich habe auch zufälligerweise einen Helm. Ich bin ja der Mitarbeiter hier, deswegen mache ich den Service für Taxi-Service, cool. Also Taxi-Service. So, kann ich jetzt wieder zumachen? Ja, kannst du jetzt zumachen. Okay, ich hoffe, es gibt auch gut Trinkgeld danach. Kommt schnell, kommt gut, ist der Werbeslogan. So, Chef, mach mal auf hier den Hobel. Ist leider nicht geschmiert worden. Nicht wie sonst. Du hast was vergessen, Digga. Na, du musst dich erstmal reinsetzen, dann sammle ich die Chips ein. Ja, ich muss ja nicht bezahlen, ich bin der Mitarbeiter. Ach, stimmt. Hast du deinen dein Chip? Ja. Wo? Wo? Das sind meine Brüste. Ah, Freifahrtschein, Freifahrtschein. Freifahrtschein. Alle Mann bereit für die wilde Fahrt? Ja, sehr nice. Red hair in the breeze, spring awakening, new love take. Bruh. Nächste Ausfahrt raus. Okay. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Wir sind das beste, führendste Taxiunternehmen hier in Berlin mit unglaublichen 2 Mitarbeitern. Boah, jetzt kriege ich auch noch eine Massage hier. Okay. Wie hat's dir gefallen? Schön. War gut gewesen? Warte, ich muss euch wieder rauslassen, wa? Ja, Bruder, du bist dafür zuständig. Rütteln. Alter, bei dir war ich gerade. Fester Rütteln. War gut gewesen? Ja. Bitte bewerte unser Unternehmen bei Google 5 Sterne und schreib eine ausführliche Rezension. Okay. Geschafft. Wir holen jetzt die nächste ab. Genau, den nächsten, wir wissen ja, also. Wir müssen mal gucken, wen wir abholen. Genau, wir schauen mal. Pass auf. Tschu. Sauber, Bruder. Erster Gast zufriedengestellt. Auf geht's zum nächsten Gast. Auf geht's zum nächsten. Bruder. Wo ist dein Helm? Passt, wir sind ja gefühlt in Antalya. Aber es gibt nur 20 Euro Strafe und Weiterfahrt wird verboten. Echt? Weiterfahrt wird verboten denn? Darfst du nicht weiterfahren, ja. Ah, okay, krass. So geil? Ey, haben wir uns heute gemietet für einen Tag? Ja, 130 Euro das pro Tag. Kannst mit Autoführerschein fahren. Ja. Ey, guck mal, Road Rage. Wo? Da ein Radfahrer mit einem Taxifahrer. Hier vor dem Polo jetzt. Die streiten sich. Guck mal, er lässt mich weiter. Ich war der Erste, der gehupt hat. So, gleich am Bahnhof Zoo. Mal gucken, ob wir sie gleich finden. Hi. Ey, cool, das T-Shirt habe ich auch. Echt? Das habe ich sogar doppelt. Das habe ich letztens in deiner Story gesehen. Ja, sehr cool. Ja, wer hat denn das noch alles? Dein Kumpel von mir hat es auch. Also irgendwie. Wie ist dein Name? Emma. Emma. Kommst du hier aus Berlin? Emma. Ja, ich habe zwei. Stimmt, zweite Emma. Alter. Okay, ich bin der Oggi. Hallo. Kennst du ja vielleicht von Insta oder so. Ich folge dir auch. Ah, perfekt. Sehr gut. Dann haben wir direkt einen gemeinsamen Abonnenten. Dann fahren wir jetzt mal zur Siegessäule. Warte, du brauchst noch einen Helm, wa? Der coolste. Ah. Bruder, du bist der Chef, du musst jetzt da ein bisschen... Genau, wo willst du sitzen? Willst du links oder rechts sitzen? Vorne ist vergeben. Schade, wir fahren, ihr hättet euch reinsetzen. Dann fahren wir zur Siegessäule, ja? Ist okay? Ja, mein Freund wartet am Brandenburger Tor auf mich. Ach so, okay. Na, dann fahren wir zum Brandenburger Tor. Was studierst du? Soziale Arbeit. Oh, okay. Soziale Arbeit soll leicht sein, oder? Ist leicht? Ja, einfach, ja. Welches Semester bist du? Zweites, okay. Egal, bis ins Spitten, dann passt das. Oh nein, kommen die von hinten? Okay, perfekt. Kommen die von hinten? Ja. Nicht, dass wir jetzt da geblitzt werden. Ich fahr jetzt hier einfach rauf. Ich werde immer besser, wa? Das machst du sehr, sehr, sehr gut, Meister. Soll ich hier anhalten irgendwo? Komm, hier ist gut. Hey, wir werden immer besser. Zweiter Kunde erledigt. War gut, Emma? War gut, sehr gut. Ich glaube, du warst heute auch unsere letzte Emma. Mal gucken. Noch eine dritte Emma. Wir fahren nur Emmas rum heute. Hast du nur jetzt Mädels mit? Na, zwei erstmal, ja. Jetzt nehmen wir vielleicht noch 2 Jungs mit, damit es sich im Gleichgewicht hält. Du, Emma. Warte, ich mach schon. So. Ich hätte echt nicht mit gerechnet. Ich war so bei der U-Bahn und dann kam so die Nachricht und ich gleich meinen Freund angerufen. Ich glaube, was passiert. Süß. Genau, schöne Grüße an ihn. Schöne Grüße. Und wir sacken jetzt den nächsten Gast ein. Wir sacken jetzt den nächsten. Also, Emma.
Danke, dass du. Mach's gut. Cool, dass du mitgemacht hast. So, Oggi und ich, wir haben ein bisschen schlechtes Zeitmanagement gehabt, ein bisschen schlecht geplant mit den Fahrten. Und ich habe gerade eine Story hochgeladen. Wer als erster hier ist, der wird jetzt noch eine Runde mitgenommen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie lange es dauert, bis der erste hier ist und wen wir denn mitnehmen. 2 seconds later. So, wir haben einen neuen Fahrgast. Bist du schon mal Track gefahren? Noch nie. Noch nie? Dann wird's ja mal Zeit. Bist du auf jeden Fall der Erste, der hier gerade angekommen ist. Ja, ich war gerade am Brandenburger Tor, ich dachte mir. Echt, ja? Lass mal eben rüber. Da waren wir heute auch schon gewesen. Kann man eigentlich einen Helm tragen? Nee, ne? Muss man ja. Ja. Muss einen Helm tragen, bist gut vorbereitet. Ja, gediegen gut. Oder sportlicher? Sportlicher. Okay. Und wie ist es? Mega geil. War ein leichter Drift. Das war ein leichter Drift, wa? Wie hat's dir gefallen? Geil. War geil? Geil. Holst du jetzt auch einen Track? Verkaufst du die Aprilia? So, das war's auch von mir, von dem Video. Es war gar nicht so leicht, die ganzen Fahrten zu organisieren. Sonst hätte ich durchaus noch mehr Leute mitgenommen. Aber im Endeffekt sind wir um 11:30 heute losgefahren. Jetzt ist es 19 Uhr. Keine Ahnung, wie schnell die Zeit einfach vergangen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und auch nicht vergessen, auch mal ruhig einen Kommentar schreiben. Ich lese mir die alle durch. Feedback ist wirklich immer das Coolste für einen YouTuber, weil viele von euch sind stille Zuschauer. Aber Däumchen oder Kommentar freut immer den YouTuber. Also, passt auf euch auf, fahrt schön vorsichtig und falls ihr eine neue Formatidee habt, wo ich nochmal ein Kfz als Taxi benutzen soll, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dann, ihr Coolen. Haut da rein. Ciao! Yo, look, I ain't saying that I'm rich. Cause if I'm honest, I have never been. When I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm